All mein Leben bist du, ohne dich nur tot. Meine Nahrung bist du, ohne dich nur Not. Meine Freude bist du, ohne dich nur Leid. Meine Ruhe bist du, ohne dich nur Streit. Ursprung allen Lebens. Meine Hoffnung bist du, Heiland des Gerichts. Meine Liebe bist du, Trost und Seligkeit. All mein Leben bist du, Gott der Herrlichkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, unser Licht und unser Heil, sei mit euch allen. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Auf diesem Wege verbunden feiern wir heute die Heilige Messe. Herzlich darf ich Sie dazu begrüßen, auch im Namen von Pfarrer Stenigen und von Diakon Dr. Lohengel. Diese Übertragung ist eine Möglichkeit für uns, ein Weg, um als Gemeinde heute verbunden zu sein, gemeinsam zu beten. Es fällt mir schwer, ohne Sie, liebe Mitchristen, diese heilige Messe zu feiern. Es gibt täglich Angebote im Fernsehen oder auch im Internet, um Eucharistiefeiern mitzufeiern. Aber es entspricht ganz sicher der Sehnsucht vieler, die vertrauten Kirchen in unserer Pfarrei zu sehen und mit den Seelsorgern vor Ort die Heilige Messe zu feiern. Die Botschaft heute erzählt uns, dass Jesus einen blinden Mann heilt. Er schenkt ihm das Augenlicht. Er holt ihn heraus aus dem Dunkeln der Blindheit. Und der Geheilte findet zum Glauben. Gott hat uns allen durch die Taufe und den Glauben das Licht seiner Liebe und seines Lebens geschenkt. Er ist bei uns, auch in der Dunkelheit, auch in der Bedrängnis. So beten wir. Herr Jesus Christus, heil in allem Unheil der Welt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Licht in der Dunkelheit. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Hoffnung in allen Fragen und Nöten. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Nachlass und Vergebung gewähre uns der treue und gütige Herr. Lasset uns beten. Wir stehen in der Fastenzeit und in diesem Jahr, treuer Gott, werden uns Verzichte auferlegt, die wir nicht freiwillig wollen. Gott, wir bitten dich, gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, indem wir die Herausforderung dieser Zeit annehmen und bestehen mit allen Menschen, die deine Kinder sind. Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu dem Bethlehemiter Isai, denn ich habe mir einen von seinen Söhnen
als König ausersehen. Als Samuel den Eliab sah, dachte er: Gewiss, nun steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel treten. Aber Samuel sagte zu Isai: Diese hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai: Sind das alle jungen Männer? Er antwortete: Der Jüngste fehlt noch, aber er hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick jemanden hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, es hat Hoffnung und Zukunft gebracht, es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Ich bitte um den Segen. Der Herr segne dich und stärke dich, wenn du sein heiliges Wort verkündest, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, Herr. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Jesus spuckte auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teich, strich ihm den Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach, das heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teich gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte, er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte,
Wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm, du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Mitchristen, Jesus heilt Kranke. So heilt er auch diesen einen blinden Mann. Er legt ihm einen Brei aus Speichel und Erde vermischt auf die Augen und schickt ihn auf einen Weg. Erst auf diesem Weg geschieht das eigentliche Wunder. Er wäscht sich am Teich Schiloach und wird sehend. Auf einmal ist er heil. Und ebenso erfindet zum Glauben an Jesus. Wir dürfen uns freuen. Jesus heilt einen Menschen, macht ihn glücklich, macht ihn sehend. Ihm gehen sozusagen die Augen auf. Er ist Jesus begegnend, seinem Licht und seinem Heil. Er lebte sein ganzes Leben in Dunkelheit. Jetzt bekennt er auch seinen Glauben. Ich glaube. Nicht nur seine Augen sind heil geworden, auch sein Herz ist geheilt. Dieses Evangelium diente der jungen Kirche zur Vorbereitung auf die Taufe. Vor der Taufe war man sozusagen blind. Nach der Taufe wurde man mit Christus verbunden in seinem Leben, seinem Sterben und seiner Auferstehung und war sehend geworden. Bei allem, was Jesus sagt, hat er immer Gott vor Augen und in seinem Herzen. Er sieht die Menschen, übersieht niemanden, übersieht auch uns nicht, gerade in diesen Tagen, in denen uns Sorgen und Ängste umtreiben, wenn wir täglich die neuen Nachrichten hören über die Corona-Epidemie. Er weiß, dass wir uns schwer tun, diese Situation wirklich zu verstehen, dass wir alle nicht wissen, was die Stunde geschlagen hat. Da ist auf jeden Fall etwas passiert, was ganz plötzlich unseren ganz persönlichen Alltag, aber auch die gesamte Welt verändert hat. Wer hätte das je gedacht, dass Nähe einmal falsch sein könnte, lebensgefährlich sogar. Man kann das Virus eben nicht sehen. Es geistert durch unsere Welt, es bedroht uns Menschen, ganz besonders alte Menschen, kranke und schwache Menschen. Freiheiten, persönliche Freiheiten wurden eingeschränkt, äußere Distanz zeigt sich als lebensnotwendig. Die Feier der Heiligen Messe mit Gemeinde ist in diesen Wochen verboten. Viele sind darüber sehr traurig und möchten gerade in der Fastenzeit den Weg mit Jesus gehen, den Weg vom Tod zum Leben, den Weg aus der Dunkelheit in sein Licht. Und zwar nicht nur aus Gewohnheit, sondern weil es ihnen ein wirkliches Herzensanliegen ist. 2,8 Millionen Christen in unserem Land gehen jeden Sonntag zur Heiligen Messe oder nehmen an den Gottesdiensten ihrer Gemeinde teil. Jesus ist diesem Blinden nahe gekommen. Er ist auch uns nahe im Gebet. Und darum steht auch unsere Kirche tagsüber offen. Wer hierher kommt, um zu beten, der wird sehen, dass die Osterkerze brennt und auch das tägliche Schrift, die tägliche Schriftlesung aus den Büchern liegen aus. Mitten hinein in einer Krise, in dieser Krise, sind wir herausgefordert auch zu unserem ganz persönlichen Glauben. Ein Glaube,
der sich gerade in der Krise bewähren kann und bewähren muss. Ich glaube, sagt der Geheilte. Jesus öffnet auch uns die Augen für das Wesentliche. Menschen halten gerade in diesen Tagen zusammen, gehen füreinander einkaufen, leben in Solidarität füreinander, bedanken sich mit Beifall bei Ärzten und Schwestern, bei der Kassiererin an der Kasse. Liebenswürdigkeit, Menschlichkeit ist auf einmal möglich. Wir sind oft blind. Viele sehen auch jetzt in dieser Situation nur sich selbst, nur das, was sie zum Leben brauchen. Manche setzen sich ganz bewusst über Anordnungen weg. Individualismus kann blind machen. Rücksichtsloser Konsum macht blind. Jetzt aber ahnen viele Menschen wirklich, wie es wohl gerade den Flüchtlingen geht, die in kalten Tagen, kalten Nächten ohne Nahrung und ohne ärztliche Versorgung in ihren Zelten bleiben müssen. Die Fastenzeit öffnet uns die Augen, ganz besonders für die Armen, für die Schwachen, für die Bedürftigen. Ja, letztlich für das, was wirklich zählt: Liebe, Sorge umeinander, echtes Dasein, Zusammenhalt, Menschlichkeit und eben gute, tragende Beziehung. Darauf kommt es an. So kommen wir weiter und auch hindurch, durch alle Ängste und alle Dunkelheit. Der Herr will uns in dieser Fastenzeit, in dieser ganz besonderen Fastenzeit, einen neuen Blick schenken, neue Augen und ein sensibles und sehendes Herz. Und er bleibt bei uns für immer. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen unsere Bitten vor Gott bringen. Jesus, unser Herr und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu dir und bitten dich. Für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind. Für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und die sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern. Für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international, die Tag für Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen. Wir beten für diejenigen, die Verantwortung tragen im Handel und in der Wirtschaft. Für diejenigen, die sich um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz sorgen. Für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden. Und für alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert wurden. Gott, steh uns bei, schenke uns dein Licht und dein Heil durch deinen Sohn, Jesus Christus, der mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. Sei gepriesen, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Sei gepriesen, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns auch den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht,
damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr unser Gott, wir bringen unsere Gaben dar. Hilf uns gläubig und dankbar das Mahl, die Liebe deines Sohnes zu feiern, der der Welt das Licht und die Heilung schenkt, die den Tod überwindet. Und alles erbitten wir durch ihn, Christus, unseren Bruder und Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebt eure Herzen. Wir haben sie vor dem Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Menschwerdung hat er das Menschengeschlecht aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt. Wir sind als Knechte der Sünde geboren, er aber macht uns zu deinen Kindern durch die neue Geburt, durch das Wasser der Taufe. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig bist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt die Hosanna. Preis ihn, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt die Hosanna. Herr, unser Gott, wir preisen dich. Wir bitten dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn an seinem letzten Abend im Kreis seiner Jünger nahm er beim Abendmahl das Brot und sagte dir Dank. Er pries dein Erbarmen, brach das Brot und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein. Er dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Toten verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis der Liebe und Hingabe deines Sohnes und seinen österlichen Sieg in der Auferstehung. Wir bringen dir dar das Brot des Lebens, den Kelch des Heiles und danken dir, dass du uns berufen hast, Christus zu folgen auf seinem Weg zu dir und zu den Menschen. Wir bitten dich, gib uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden im Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und stärke dein Volk im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe. Leite deine Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix, allen Bischöfen, Priestern und Diakonen, mit allen Schwestern und Brüdern, die zu einem Dienst an den Menschen überall in der Kirche bestellt sind.
Erbarme dich unserer lieben verstorbenen Schwestern und Brüder. Wir bitten ganz besonders für die Toten und Opfer der Corona-Pandemie, für alle unsere lieben Toten in der Gemeinde, an die wir denken und für die wir dich bitten um ewiges Leben und Licht. Führe sie vor dein Angesicht und erbarme dich über uns alle, damit uns auch einmal die Fülle des ewigen Lebens zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Laurentius, dem heiligen Urbanus und den Brüdern Ewald, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, schon seit Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat, als Kinder des Lichtes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, unser Licht und Leben, du bist alle Dunkelheit durchgegangen in die Fülle des Lichtes von Ostern. Lass uns mit dir den Weg gehen, durch alles hindurch, aus der Bedrängnis zum Frieden, aus der Unsicherheit die Gemeinschaft mit dir und untereinander. Und der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Christus in seiner Hingabe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Sünde der Welt. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Und seht in unserer Mitte Christus, der Herr. Er, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Trennung durch Sünde und Tod. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr salbte meine Augen. Ich ging hin, wusch mich und wurde sehend und glaubte an Gott. Der Leib und das Blut Christi. Amen. Der Leib Christi. Der Leib Christi.
Lasst uns beten. Herr, steh uns bei mit deiner Macht. Hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf uns, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in uns allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in Gemeinschaft, in Kontakt bleiben können. Und wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, Herr, hilf uns, als deine betende Gemeinde zueinander und miteinander den Weg der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe zu gehen, im Gebet durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und bewahre euch, er behüte euch. Er lasse sein gutes Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch sein Heil. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Sei Gott dem Herrn. O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte die, dich kennen nicht, und bringe sie zu deiner Herr, dass ihre Seele auch selig wird. Lass alle, die im Finstern die Sonne deiner Gnade sehen und wer den Weg verloren hat, den suche du mit deiner Gnade. Den Tauben öffne das Gehör, die Stummen richtig reden lehr, dass sie bekennen mögen frei, was ihres Herzens Glauben sei. Bleiben Sie bitte gesund. Einen gesegneten Sonntag.